Das Leben und das traurige Ende von Elisabeth Flickenschild. Elisabeth Ida Marie Flickenschild absolvierte das Abitur in Hamburg und begann eine Ausbildung in einem Modeunternehmen. Mit 23 Jahren sah sie eine Theateraufführung, von der sie so begeistert war, dass ihr Vater, ein Kapitän, kurze Zeit später eine Ausbildung zum Schauspieler zustimmte. Robert Nhil gab dem 23-Jährigen Schauspielunterricht. Mit 1,79 Metern war sie zunächst buchstäblich eine großartige Schauspielerin. Anschließend gab Flickenschild ihr Schauspieldebüt als Bauer Armgard in Schillers Wilhelm Tell am Hamburger Schauspielhaus. Bald war sie an verschiedenen deutschen Theatern angestellt. Sie spielte jeweils 3 Jahre in München und Berlin. 1936 heiratete sie den Theaterwissenschaftler, Dramaturgen und persönlichen Gründungsassistenten Rolf Badenhausen. Die Ehe hielt bis 1944. Schließlich engagierte Gustav Gründgens sie am Staatstheater Berlin, wo sie zunächst die Hexe in Goethes Faust spielte. Eine Tragödie. Verkörpert. Flickenschilds Filmerfolge während der NS-Zeit, die sie in ganz Deutschland bekannt machten, waren Der zerbrochene Krug, 1937, Der Maulkorb, 1938, Robert Koch, Der Todeskämpfer, 1939, Tränk, Der Pandur, 1940, Ewiger Rembrandt, 1942 und Romance in Moll, 1943. Flickenschild, der seit 1932 der NSDAP angehört hatte, wurde in der Endphase des Zweiten Weltkriegs im August 1944 in die von Hitler genehmigte Liste der sogenannten unersetzlichen Akteure aufgenommen, eine Liste des Reichspropagandaministeriums. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie wegen des Verdachts der Fälschung von Fragebögen zu ihrer Entnazifizierung kurzzeitig inhaftiert. Danach spielte sie weiter Theater, am liebsten mit Gustav Gründgens als Regisseur. Durch ihn wurde sie Ensemblemitglied am Düsseldorfer Schauspielhaus und folgte ihm nach Hamburg ans Deutsche Schauspielhaus. Unter seiner Leitung, teils unter seiner Regie, spielte Flickenschild fast alle klassischen Frauenrollen der in- und ausländischen Theaterliteratur, U.A., Marthe Schwertlein in Goethe, Faust I. In dieser Zeit trat sie als Hauptdarstellerin in Uraufführungen und Uraufführungen zeitgenössischer Stücke auf. Friedrich Dürrenmatts Der Besuch der alten Dame und Lorenz Dorels Sappho sind hier zu nennen. Nach Gründgens Tod Ende 1963 ging sie keine festen Anstellungen mehr ein. Sie spielte in Kriminalfilmen nach Edgar Wallace und übernahm zunehmend Rollen in Fernsehproduktionen, zum Beispiel in Der Kommissar, Folge 61. Aber auch in klassischen Produktionen war sie zu sehen, etwa 1959 in Die Ratten nach Gerhard Hauptmann, wo sie neben Charlotte Kramm und Edith Hanke unter der Regie von John Alden spielte. Zu ihren jüngsten Arbeiten zählen die Filme als Mutter im Streik, 1974, Mitgift, 1975, und The Night of Gold, 1976. Bis kurz vor ihrem Tod stand Flickenschild in dem Shakespeare-Stück Coriolanus, mit Boy Gobert in der Titelrolle, als Volumnia auf der Bühne des Hamburger Thalia-Theaters. Flickenschild erwarb den Hof Maria Rast in Hittenkirchen am Chiemsee und entwickelte eine große Leidenschaft für die Tierhaltung. Um 1965 konvertierte sie zum katholischen Glauben. Ihre Rückkehr nach Norddeutschland Mitte der 1970er Jahre brachte verschiedene Probleme mit sich, darunter der Kauf eines Bauernhofes im Guderhandviertel, Bezirk Stade, im April 1976, der sich als unglücklich herausstellte. Leider. Flickenschild starb im Oktober 1977 an den Folgen eines schweren Autounfalls, den sie beim Studium eines Rollentextes erlitt. Sie wurde in ihrem langjährigen Wohnhaus in Hittenkirchen, heute Bernau am Chiemsee, auf dem Kirchenfriedhof St. Bartholomäus beigesetzt.